59, okay. Wir haben, glaube ich, zur Not noch genau ein Sonderbonbon. Falls es nicht ausreicht. Das sind am Ende noch mal mitentwickeln können. Kein Turtok im Kampf gegen Delion. Ich hatte, glaube ich, leider keinen Turtok. Ich hatte ja auch nur, ich sag mal, einen beschränkten Pool. Ich kann euch die beim Jubiläum mal zeigen, die ganzen Pokémon, die wir da von Svenjas Vater bekommen haben. Was da so noch über ist. Ich meine, da war leider kein Turtok dabei. So, genau, das Gore Stadium. Los, melde dich an! Ich glaube, wir haben. Was haben wir denn jetzt noch? Zwei? Ne, drei Kämpfe. Dann wieder Story. Plus finalen Kampf. Plus Story. Stimmt, jetzt kommt die ganze Story ja auch noch, ne? Ganz wieder ganz vergessen. Aber ja, ganz viel Story jetzt erstmal. Von daher einfach rein und ballern. Ich habe das Story-Finale bis eben legitim wieder komplett vergessen, dass das überhaupt noch kommt. So, hi. Bye. Ja, kann losgehen. Wir machen das noch durch heute. So viel ist das ja auch gar nicht mehr, ganz ehrlich. Das sind, wie gesagt, jetzt drei Kämpfe, dann ein bisschen Gelabere, dann noch ein Kampf. Ich glaube, erst dann das Legi fangen, dann nochmal ein Kampf, dann nochmal ein Storykampf und dann das Finale gegen Deleon. Joa. Von daher lehne ich mich jetzt einfach mal zurück, schnapp mir mein Mikro und wir ballern das jetzt einfach durch. Jo. Hallo Bettes. Also rein technisch gesehen ist er ja auch ein Arenaleiter oder nicht? Er ist jetzt der neue Feen-Arenaleiter. Also dann darf er doch hier auch mitmachen, oder? Kommt jetzt schon die gute Top 4 Musik? Nein, es kommt seine Musik. Ist irgendwie nicht so. Also es ist schon ein Feen-Pokémon, ja. Aber nicht das, was ich jetzt haben wollte als Gegner. Ob das wohl Feuerzahn kann? Wir machen mal erstmal einen Fluch. Es kann Knirscher. Wie viel Schaden macht mir das? Oh, das ist ja süß. So ein Beulenhelm wäre jetzt geil gewesen für meinen Sweeper, ne? Machen wir mal zweimal Fluch und gucken dann einfach mal weiter. Das Schöne ist ja, Fluch boostet meinen Gyroball ja gleich doppelt. Heißt, wenn er jetzt gleich noch einmal drauf beißt, ist er eh schon auf nur noch 5 Achtel seiner KP. Dann killt er es, glaube ich, auf jeden Fall. Er bringt doch jetzt safe gleich irgendein Pokémon rein, was irgendwie eine Feuerattacke kann, wodurch mein Sweeper dann doch nicht mehr so gut ist. Na, als ob er das überlebt hat. Ja, dann kann ich ja noch mal. Nein, ich wollte noch mal fluchen. Weil er hätte sich eh selbst besiegt. Das wäre die Gelegenheit gewesen, darum zu fluchen. Gardevoir, ja, die Gardevoir kann doch safe Magieflamme. Dann schicken wir einfach mal Marmori rein. Weil Gardevoir doch sicher nichts Physisches hat.
Da ist Shiny. Wie viel Schaden macht denn so der Spukball jetzt? Psychokinese, wie viel Schaden machst du mir? Das ist jetzt aber gemein. Ich finde, der Fairness halber sollte ich jetzt auch deine Spezialverteidigung senken. Schade. Wunschtraum. Ja, mach du mal. Aber ich glaube, Bettis ist auch nicht so mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Ich mag Sanya. Ende. Galoppa. Kann Galoppa irgendwas gegen Epona machen? Ich glaube nicht. Die Zahnpasta kommt! Ja. Sehe, was du meinst. Die Zahnpasta. Ich finde da Ponita schon schöner. Jetzt ist die große Frage, wie viel schwerer ist Pampros im Vergleich zu hier, Galoppa. Macht mein Rambos ein schöner Name. Was? Macht mein Rambos ein schöner... Wow! Da habe ich jetzt den Chat gelesen und den einfach in meinen Text mit eingebaut. Okay. Bist du schon bei deinem letzten Pokémon? Ja, bist du. Oh, dann deiner. Deiner Stahlzacken. Let's go. Mein Rambos macht einen schönen Namen. Ist genauso gut wie Ripp eure Eier. Aber nein, mein Rambos macht einen schönen Schaden, wollte ich eigentlich eher sagen. Giga Zilembrim ist auch ein cooles Pokémon, oh ja. Und ich hoffe, es hat keine Pflanzenattacken. Die Frage ist ja aber, damit er es Giga Dynamaxen kann, muss das ja schon von vornherein gehabt haben. Außer, er hat ihm Gigasuppe oder Dynasuppe oder wie das Zeug heißt, noch gegeben. Heißt, er hätte damals schon Zugriff auf den DLC vor allen anderen. Oder hat sie einfach ein neues Zilembrim geschnappt. Ja, ja. Wenn es mich jetzt nicht one-hittet, ist alles gut. Oh cool, Verteidigung steigt immer weiter. I. Wobei, Brand. Hm. Ist okay. Und meine Verteidigung steigt einfach immer weiter. So, einmal noch die Stahlzacken außer Erde in seinen... Ich habe keine Ahnung, in sein Pokémon rein und fertig ist die Tour. Ich habe die Pokémon auch teilweise so ausgewählt, dass die zumindest... Nein, du leidest keine Explosion. Es passt zu meinem Typ, aber bitte nicht. Dass sie zumindest für die ganzen Trainer, die jetzt noch kommen, alle irgendwo so... Ich habe so zu jedem Trainer so ein bis zwei Pokémon, die ganz gut handeln können. Hier wäre es jetzt eigentlich Tentantel gewesen. Aber ich habe nicht bedacht, dass die wahrscheinlich Feuerattacken haben auf ihren Feen-Pokémon da überall. Und deswegen dachte ich mir so, vielleicht doch der Rambos. So. Gegen wen darf ich denn überhaupt als erstes auftreten? Steht das hier auf dem Plan? Erfahre ich das überhaupt irgendwo? Gegen wen ich zuerst kämpfe? Ich glaube, es ist aber Kate. Und gegen Kate können wir theoretisch auch Minesweeper drin lassen. Tion, danke für 22 Monate Treue. Super geil von dir. Also ja, Minesweeper würde zum Namen sehr gut passen. Also die Explosion zum Namen, so rum. Aber ja. So,
Der Kommentator, willkommen bei unserem neuen Turnier. Die Hoffnungsträgerin Jessie und die stürmische Wellenmeisterin Kate. Sie werden zusammen jetzt hier in einem epischen Schlammcatchen... Ach, wait, Moment, das ist das falsche Spiel. In einem epischen Pokémon-Kampf zusammen antreten. Lass die Fetzen und die Wellen fliegen. Die will einfach nur ihre Revanche, weil sie beim letzten Mal nicht ihr Giga Dynamax hatte. Oh, Tentacle ist auch ein Square Shiny. Cool. So, die Sache ist doch jetzt, wie viel Schaden kannst du mir machen? Eigentlich fast nichts, oder? Oh, stimmt. Käferattacken sind neutral auf mich. Das ist nicht so gut. Das habe ich gerade irgendwie nicht bedacht. Bedeutet, die Fetzen fliegen lassen eigentlich, dass man sich ausziehen soll? Aber nur, wenn deine Kleidung nur noch Fetzen sind. Ih, Schwertanz. Junge, lass das. Hier, friss meine Blattgeißel. Und jetzt raus. Was heißt Square Shiny? Man sieht ja, wenn das Pokémon in den Kampf kommt, dass es ja glitzert. Und bei den meisten Pokémon ist es einfach nur... Ja, einfach nur so Sternchen. Es gibt aber seit... hier, Schwert und Schild. Nochmal eine andere Shiny-Variante. Und zwar die Square Shinies. Da kommen nicht einfach nur Sternchen. Da kommen so kleine Vierecke noch mit raus. Und das ist, glaube ich, eine Chance von... Boah, lass mich nicht lügen. 1 zu 16 oder so. Nochmal zusätzlich zu der ohnehin geringen Shiny-Chance obendrauf. Tektas nochmal, okay. Und ja, das ist dann einfach nur ein noch selteneres Shiny, als ohnehin schon ist. Ich denke mal, da sollte jetzt der Gyroball ja aber auch ausreichen, oder? Außer sie machen eine Top-Genesung, dann wahrscheinlich nicht. Am Anfang von Schwert und Schild gab es diesen Bug, dass die... Ja, das macht ja gar nichts an Schaden. Dass es Square Shinies ganz oft kam, aber dafür normale nicht. Okay. Leider witzig. So, Junge. Ich habe mir jetzt gedacht, dass so ein... Okay, ich dachte, es geht daneben. Dass so ein Schwertanz von dir jetzt nicht so cool ist. Deswegen wieder raus. Gut, dass Rückzug mehrmals wirkt. Einfach wieder rausgeschmissen. So, nee. Du kommst da nicht rein. Du kommst raus. Kannst du? Du kannst Nahkampf potenziell, ne? Oder Schlagbohrer. Aber das ist auch voll in Ordnung. Das heißt, das Ding kann mir eigentlich auch nichts. Hey, da ging meine Blattgeißel jetzt endlich mal daneben. Dann machen wir jetzt nochmal einen Fluch. Weil der kann mir nichts. Ich muss sagen, die Muschelglocke ist sehr praktisch. Barakiefer ist auch ein cooles Mon, ja. Hab ich? Boah. Ha, sein Schlagbohrer ging auch mal daneben. Ich glaube, irgendwann mal in irgendeinem Run habe ich das mal verwendet. Ich meine schon. Also, das war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es haut auch echt rein. Ich finde Sägesang als Namen übrigens auch besser als Muschelglocke. Hey, kennt ihr schon Tektas? Den haben wir heute ja noch gar nicht gesehen. Au, das war ein Crit. Ich habe einfach zurückgecrittet. Nicht, dass es bei mir nötig gewesen wäre. Aber ja, I did it. Ich tat es. So, Pilippa.
Die Sache ist, Pelipper, so ein Orkan. So ein Orkan könnte jetzt echt wehtun, deswegen heile ich jetzt erst einmal und guck mal, ob ein Orkan kommt. Nee, Rückenwind. Ich bin eh lahm wie Sau. Aber okay. Dann nochmal eine Blattgeiße. Luftschnitt sogar nur. Okay. Nice. Hat auch locker von One-Hit gereicht. Tektas hatte ich auch, glaube ich, mal im Team. Das war auch echt nicht schlecht. Ach, Amaterasu endlich mein Level-Up erreicht. Und Uta auch. So, und Kamal zum Schluss. Am Ende hat jetzt Mindsweeper den gesamten Kampf einfach im Alleingang gemacht. So, it's time for Dynamax. So, einmal die Dynaflora, die ihn wahrscheinlich komplett aus dem Leben nehmen wird. Wachst du den Disrespect und Dynamaximierst dich nicht? Ich glaube, dann hätte es wahrscheinlich sogar nicht ausgereicht. Ich glaube, Kamal hat gar keine so zu verachtende Verteidigung. Dann wiederum, ich habe zwei Fluch drin. Es ist eine Step-Blattgeißel, die doppelt effektiv ist. Huh. Ich muss bedenken, er hat auch noch die doppelten KP. Weil nicht, wahrscheinlich nicht doppelt, sondern nur anderthalb so viel. Also 50% mehr KP. Weiß ich nicht. Würde ich sagen, eine 50-50. Ich sehe beides. Das sowohl ausreicht, aber als auch gleichzeitig nicht. Habe ich drei Flüche sogar drin? Keine Ahnung. Dann wiederum, ich glaube, Dynaflora ist auch nur minimal stärker als Blattgeißel, ne? Ich glaube, Dynaflora hat 140 und Blattgeißel hat 120. Irgendwie so in dem Dreh. Also wenn Blattgeißel locker ausreicht, hätte, andersrum, wenn Dynaflora locker ausreicht, hätte Blattgeißel wahrscheinlich auch sogar sehr gut ausgereicht. Aber ja. Damit hat Tentantel das einfach komplett im Alleingang gemacht. Nice. Gute Arbeit, Minesweeper. Guten Hunger dir. So, ich glaube als nächstes, habe ich leider nicht hingeguckt, ist Nio dran, ne? Ich glaube, für Nio habe ich Mamori eingepackt. Einfach nur für die Resistenz. Mein Competitive Tentacle ist übrigens Double Finger. Ja. Sehe ich. So. Dann... Ich habe mich gerade gefragt, was denn ein Schweigsamen ist, bis ich dann gemerkt habe, es ist einfach der Schweigsame. Ich finde bei dem Top 4 Theme oder bei dem Theme halt einfach so gerade den Anfang richtig cool. Dann lässt das Theme leider nach. Dann ist das Arena-Leiter-Theme dann doch wieder cooler. So, die Sache ist, Zwirrfinst kann auch physisch attacken. Von daher schauen wir mal, wie viel Schaden wir ihm machen. Wir sind auf jeden Fall schon mal schneller. Ja, das ist guter Schaden. Felsgrab, was? Das ist auch guter Schaden. Aber es liegt auch einfach nur an meinen 18 Verteidigungen, die ich habe. No! Der Frechdachs! Mein Spukball!
Dann mache ich jetzt einfach mal ein Weichei. Donnerschlag nicht sogar stärker? Ich glaube ja. Ich könnte jetzt einfach ausstallen, bis mein Aussetzer nachlässt. Weil ich glaube, ich bekomme ganz knapp unter 50% KP-Schaden. Wie lange gilt der Aussetzer eigentlich? Oder ich warte einfach darauf, dass das Blendpuder, was ich trage, mal seine Wirkung entfaltet. Und der einfach mal daneben haut. Ah, jetzt ist nicht mehr blockiert. Dann Spukballet ist. Schade, hätte einfach daneben hauen können. Immerhin hat er nicht paralysiert. Ich bin ein Arsch. Ja, bei dem Pokémon muss man leider ein Arsch sein. Gerade wenn physische Pokémon reinkommen. Skilabra? Was will Skilabra mir machen? Ich heil trotzdem mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommt jetzt ein Irrlicht einfach? Magieflamme. Oh, du willst meinen Spezialangriff senken. Das ist gemein. Ja gut, dann werde ich hier nach zwangsläufig mal auswechseln. Süßer Schaden. Aber er kann einfach nichts anderes machen. Er macht mir einfach keinen Schaden. Ich mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr. Die Sache ist aber, der kann doch auch safe eine Top-Genesung verwenden, ne? Weil Kate hatte auch eine. Und dann auch noch Irrlicht! Junge! Sei mal nicht so eklig! Kann ich jetzt einfach critten? Oder seine Spezialverteidigung mal senken. Das wäre auch cool. Ja, da kommt die Top-Genesung. Ich habe ja eigentlich Edelmut drauf. Das heißt, ich müsste eine 20%ige Chance haben, seine Spezialverteidigung zu senken. Ah, geht doch. Aber da er weiter Magieflamme macht, sinkt mein Spezialangriff ins Bodenlose. Ich muss einfach mindestens genauso oft den Spezialangriff von ihm senken, wie er meinen, seine Spezialverteidigung senkt, wie er meinen Spezialangriff senkt. Dann geht das alles schon klar. Oder einfach, oh cool, jetzt gehen wir daneben. Blendpuder effektiv eingesetzt. Irgendwann kommt denn der Crit. Ja, aber auf mich dann, ne? Die Sache ist, ich glaube, selbst mit Crit wird mich eine Magieflamme nicht töten. Die macht... was habe ich jetzt? 121 auf 76, also 45 KP. Also wären das mit dem Crit um die, keine Ahnung, knapp 70 vielleicht. Also hätte es mich nicht besiegt. Marmori hat einfach gut dagegen gehalten. Ich hätte, gut, jetzt hätte ich keinen Crit mehr überlebt. Mortipod! Ja doch, ich wollte auswechseln. Ich habe nämlich keinen Angriff mehr. Godzilla. Du hast eine Dunkelklaue, merke ich gerade. Jetzt so ein Drachentanz. Ich glaube, ich hatte sogar überlegt, ob ich ihm Drachentanz geben möchte oder nicht. Aber ich habe ihm keinen Drachentanz gegeben. Dann einfach mal Dunkelklaue drauf. Maxax haut rein. Ja, Maxax ist auch echt. Maxax ist, glaube ich, auch eins meiner Lieblings-Pseudo-Legis. Mit Knackkrack zusammen. Gorgason. Da bin ich auch einfach drin.
Kanna, du hast dein Bestes gegeben. Ja. He tried. Jo. Crit. Zählt Max überhaupt als Pseudo-Legi? Ich weiß nicht. Gerade so. Ist es echt? Zählt es nicht als Pseudo-Legi? Huh. Dann ist Maxax einfach nur so richtig cool. Maxax übrigens cooler als Trikefalo. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir halt drin und machen einen Dünerspuk. Let's go. Hat die gleiche Statline wie ein Starter. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte echt, Maxax hätte bessere Werte, aber es ist trotzdem cool. Yay, es ist wieder die Hüpfburg. Würdet ihr in so eine Hüpfburg reingehen? Aber ja, Maxax cooler als Trikefalo. Und Maxax auch gleich cool mit Knackrack. Sieht aus wie eine Geisterbahn. Das wäre auch mal was Neues. Eine Geisterbahn-Hüpfburg. Der Größenunterschied. So, du machst eine Spuksperre. Die überlebe ich ja wohl, oder? Knapp. Das sah ja witzig aus auf dem Boden. So, ich hoffe, du überlebst das jetzt aber dafür nicht. Nice. Dann gute Arbeit an Godzilla und Mamori. Mamori übrigens aus Tokyo Mirage Sessions. Falls wir das vorher nicht gesagt haben. Ich glaube, der Rest, die Resolute aus Ranger 2, Minesweeper aus dem gleichnamigen Spiel, Epona aus Zelda und Amaterasu aus Okami. Aber ja, Geisterbahn, Hüpfburg. Wie auch immer man sich das vorzustellen hat, aber Geisterbahn-Hüpfburg. Die Mikrowellen-Marmorie, genau. So, und als nächstes kommt dann Roy. Alternativ auch Roy. So. Ich weiß aber gar nicht, was er jetzt für ein Team hat. Ich glaube, ein Standard-Team ohne Wetter, oder? Was habe ich mir denn gegen den ausgedacht? Ich habe keine Ahnung, also packe ich mal die Ute nach vorne, weil bis jetzt noch gar nicht im Einsatz war. Amaterasu wird auch erstmal noch gar nicht in den Einsatz finden, sondern erst, wenn sich entwickelt hat. Sowieso geil in Smash. Da bringen sie jetzt zwei Charaktere rein und dann müssen die gucken, okay, wie benennen wir die, betonen wir die unterschiedlich? Ja, wir haben Roy! Und wie heißt der andere? Roy. Okay. Ist leider einfach geil.